Bodha Sukhasana. Eine Hockstellung zur inneren Ruhe. Svenja zeigt, wie es geht. Gib die Fußsohlen auf den Boden, komme zu einer Hockstellung und von hier gib die Unterarme um die Schienbeine und fasse mit den Händen um das gegenüberliegende Knie. Dann gib das Kinn auf die Knie und schaue zur Nasenspitze hin. Atme ruhig und gleichmäßig. Gerade wenn du ausreichend flexible Fußgelenke, Kniegelenke und Hüftgelenke hast, ist das eine Stellung, in der du dich gut ausruhen kannst. Es gehört zu den Übungen, die zu Pratyahara führen, zum Führen des Geistes nach innen. Theoretisch ist es sogar möglich, in dieser Stellung zu schlafen, wenn die Fußgelenke flexibel genug sind. Es ist auch eine Stellung, wo du wenig Platz brauchst, wenn du länger warten musst, kein Stuhl zur Verfügung steht und du dich nicht auf den Boden setzen willst. Woher der Name Bodha Sukha kommt, ist nicht ganz klar. Bodha heißt ja Wahrnehmung, auch Erwachen, Wissen, Verstehen. Sukha ist unklar. Vielleicht gab es einen Meister namens Bodha Sukha. Vielleicht ist auch Sukha falsch geschrieben und es heißt Bodha Shoka. Und Shoka heißt Leid, Trauer, Kummer. Und dann wäre Bodha Sukhasana eine Stellung, in der du die eigene Trauer wahrnimmst. Es hat ja auch eine Stellung der Ruhe und des Nach-Innen-Gehens. Also nicht klar, wo es herkommt, aber eine schöne Stellung, um zur Ruhe zu kommen. Mehr Informationen über dieses Asana und viele andere auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de.